Hallo und herzlich willkommen zu einer farbenfrohen Runde. Hopp, hopp, auf geht's, rüber zur Händlerin, drücken wir mal die Daumen, dass sie im Angebot hat, was wir benötigen. Eigentlich ist das ja nur noch ein Teil. Aber das muss sie erstmal auf Lager haben. Wie sieht's aus mit Tauschware? Gar nicht mal so schlecht. Da können wir die Rechnung begleichen und uns sogar noch einen kleinen Bonus leisten. Wie der ausfällt, das wird sich zeigen. Weiter brauche ich ja nichts. Vielleicht nochmal ein kleiner Snack für zwischendurch. Dann ist aber gut. Und dann nehme ich auch gleich nochmal den restlichen Treibstoff mit. Ja klar, ich könnte mich aufs Paddelboot schwingen, beziehungsweise aufs Tretboot, wenn ich nicht faul wäre. Das ist das Problem. Ausgezeichnet, dass ich das jetzt auf dem Kompass sehe. Das hat gefehlt, Leute, sage ich euch. Und wie in der letzten Folge bereits erwähnt, werden wir heute nochmal etwas weiter in See stechen und ein paar neue Orte erkunden. Absteigen. Dann lass doch mal sehen. Oh, 4 Stück. Alle will ich haben. Das bekommst du. Das kannst du haben. Moment mal. Das reicht schon. Dann hau mal das Altmetall noch auf den Tresen. Das ballistische oder die ballistischen Fasern hätte ich noch gern. Und vielleicht noch die Pillen. Das und das. Nicht weiter wertvoll für meine Wenigkeit. Eine Zigarre und teuren Wein plus hochwertige Uhr. Da kommen wir also ins Geschäft. Ha, da legst du sogar noch Antibiotika drauf. Abgemacht. Ich nehm's dann mal. Ob ich mir davon schon ein bisschen was mitnehme? Ich könnte. Tue ich auch. Wie teuer? Lass hören. Eine Zigarre, einmal Wein. Ein bisschen was kann ich da noch aus dir rausquetschen. Aber nicht unbedingt Komponenten. Da habe ich genug von. Da eigentlich auch. Ach, was soll's. Nimm, was geht. Du bist mich noch nicht los. Da du hier wieder Gärtner gespielt hast. Komplett vergessen. Da ist ja noch ein 3D-Drucker stand. Das kommt mir aber alles bekannt vor. Ich glaube, das Ding habe ich noch nicht. Und das hier. Ich könnte mich aber auch täuschen. Müssen wir an einem anderen Tag überprüfen? Keine Zeit dafür. Abliefern. Aufrüsten. Und am nächsten Tag dann aufbrechen.
mit irgendwas muss man ja die Öfen befeuern. Bevor es mir ausgeht. War da noch was drin? Da war nichts mehr drin. Dann schmeiß mal den Motor an. Und wie ihr seht, eine Flagge habe ich da bereits hinten schon auf dem Floß aufgestellt. Und auf der Mutanteninsel war ich auch. Die stören also nicht weiter. Handanker. Oh, was bin ich gespannt. Ich sollte erstmal das andere Zeug wieder rauswerfen. Platz schaffen. Weg damit. So. Ach ja. Kein Holz mehr drin. Na genau dafür habe ich's doch gerade eingesammelt. Das läuft. Also. Oh oh. Wir bekommen das wohl doch nicht zusammen. Kann ich da nicht noch irgendwo schnell tauchen gehen? Och nö. Ist das mies. Und irgendwas wegreißen kann ich jetzt auch nicht. Wie mich das gerade ärgert. Ich brauch doch nur ein bisschen Schrott. Och nee. Na dann, kann man jetzt nichts machen. Erstmal in die Truhe damit. Auf jeden Fall kann ich sagen, da schon alles vorhanden ist. Alles andere, meine ich. War ich wieder zu voreilig. Samen. Einmal hätte ich noch. Und Medizin und Co. war da drin. Einmal ins Bettchen. Was schieben wir uns heute zwischen die Zähne? Ach, wieder gebratenes Fleisch. Dann nehme ich nochmal eine Konservendose mit. Das Wasserfläschlein habe ich ja am Mann. Wie traurig das wieder ist. Richtung. Das müssten wir jetzt noch klären. Fahren wir mal den Punkt an. Ja, machen wir mal hier so eine Runde. Von dem Fragezeichen zu diesem Ort. Vielleicht hier noch. Na? Damit man da mal ein bisschen mehr auf der Karte sieht. Dann müssten wir... Theoretisch könnte ich mir auch gleich noch ein bisschen Schwefel mitnehmen.
ist das da wieder ein Banditenaußenposten? Nanu? Wieso? Entdecke ich das nicht? Wo ist das Problem? Seht ihr einen Hai? Ich nicht. Dann könnte man es mal riskieren. Aber dauert ganz schön lang bis nach unten. Die Neptun. Schrott, Schrott. Dafür wären entweder die Pillen oder eine Sauerstoffflasche gut. Da kann ich jetzt nicht so viel nach oben holen. Also weiter. Wir wissen, dass da was ist. Und das reicht fürs Erste. Was wäre das? Die grüne Insel. Der Erlöser-Clan. Schon bald werde ich kommen und euch alle erlösen. Von eurem trostlosen Leben, Leid geplagt. Bürgerzentrum? Oh, das liegt alles so tief. Außerdem müssen wir da noch ein paar Meter. Ich sehe ein Haus, ein mittelgroßes Haus, das sieht zerstört aus, das liegt tief unterm Meer. Ui. Ja, also nächster Punkt auf unserer To-Do-Liste. Ordentliche Sauerstoffflaschen herstellen, auffüllen. Dass wir da mal ein bisschen tiefer tauchen können. So platzen mir die Lungenflügel, ich sag's euch. Na komm, gleich da noch hin. Wir haben noch genug Treibstoff. Da komme ich zwar etwas ab von der Route, aber was soll's? Die Brücke. Ich erweitere den Radius noch mal ein bisschen. Ich bin mal so frei. Macht's Radatating und Peng. Dann komme ich. Auch eine wunderschöne Sandbank. Naja, fast. Wo sind wir hier gelandet? Metallmine. Auch die Sklavenhändler, die dort hausen. Ist ja alles voll mit dem Gesocks.
Mittagszeit. Holt das Lunchpaket. Die Schreckenburg. Die Sklavenhändler sind ganz schön aktiv. Irgendwo haben sie gehackt wie die Karnickel und haben sich dann alle verteilt. Ding Dong! Oh, Basis der Eisenschädel. Na, das ist doch unser nächstes Ziel. Interessant. Fast auf geradem Weg nach Osten von unserem Zuhause. Das merke ich mir. Oder soll ich jetzt schon Rambazamba machen? Nee, dafür bin ich nicht vorbereitet. Und wollte ich heute auch nicht. Also, weiter. Bis zum Silberstreif am Horizont. Da fahre ich jetzt noch einmal komplett nach Norden. Nehme die beiden oder vielleicht drei Gebiete noch mit. Und dann schippern wir erstmal wieder zurück. Wir wissen, wo wir hin müssen. Und das ist das, was zählt. Polizeiwache. Wie tief, wie weit, wie gefährlich. Hui. Da werde ich von hier Moment. Ist da überhaupt? Ich probier's mal. Bisschen näher können wir ja schon. Oder funktioniert dieser kleine Trick nicht mehr? Ach, ich will nicht noch mehr verschwenden. Heute nicht. Keiner unnötigen Gefahr aussetzen. Ich will an einem Stück wieder zurück. Moin, ihr kleinen hässlichen Plünderer, und auf Wiedersehen. Man beschießt sich später. Dieser eine Punkt. Überschwemmtes Stadtzentrum. Da muss man sich wieder den Weg freikämpfen. Ich lehne ab. Nochmal ein geschulter Blick auf die Karte sagt, das war's. Alles, was da noch weiter östlich liegt, kommt später. Und das hier unten sowieso. Ah, oder?
ein bisschen Metall bräuchte ich schon noch. Wie soll ich sagen? Habt ihr da mal einen kleinen Haufen für mich? Eine Tonne tut's auch. Ich nehme da alles, was in die Richtung geht. Na, da müssen wir rum. Noch ein Stück? War ich kurz erschrocken, Mensch. Das Herz kurz in die Hose gerutscht. Dachte, da kommt einer angeschwommen. Ihr mit euren hässlichen Barrikaden. Diese Basis kommt mir so bekannt vor. Na komm. Denn dann richtig. Vorlocken ist ja eher schwierig mit euch. Das ist mir durchaus bewusst. Ballert nach. Du so frech? Knie nieder. Wo ist deine Beute? Du Lump? Eure Schritte. Ihr werdet mir nicht entkommen. Kuckuck. Ach, jetzt ist aber. Na, da müsste doch eigentlich. War so, zwar nicht geplant heute, aber dann nehmen wir gleich die Basis auch noch in Besitz. Und das, was hier alles an Material einfällt, das kann ich dann ja später wieder rausziehen. Ah, hab ich euch gar nicht gesehen. Medizin ist drin. Munition haben wir auch noch genug. Ich bräuchte mal ein bisschen Wasser. Ach, eine Kartoffel. Salat. Da wird es schon wieder dunkel. Ah, das spielt mir gerade nicht in die Karten. Ich sehe deinen Schatten. Ups. Erledigt. Wisst ihr, was mir gerade so auffällt? Ja, ganz genau. Kein Material mehr da.
War ich also schon? Nein! Ich wusste doch, warum es mir so bekannt vorkommt. Umsonst! Alles umsonst! Schämen sollte ich mich, dass ich's nicht gleich gemerkt habe. Naja, Flagge hissen können wir jetzt aber nicht. Da fehlt's Holz. Ich geh kaputt. Ja, liebe Leute, so kann man auch Zeit schinden. Das Ganze hinauszögern. Aber jetzt mal flott zurück. Wenn ich Glück habe, geht es auf. Dann könnten wir vielleicht doch noch das Upgrade durchführen. Ich sollte wirklich etwas aufmerksamer sein. Na, hat ja gar nicht mal so viel Sprit verschlungen. Alles akzeptabel. Mach mir keine Dellen rein. So, checken wir das mal ab. 50. Oh. Dann war es das. Und was noch? Helft mir auf die Sprünge. 10 Metall. 10 Barren. Als das. Und der Moment der Wahrheit. Sägewerk. Elektrolytischer Ofen. Umwandlung von Anastase, Quarz und anderen Materialien. Okay, Stahlofen. Da haben wir ihn doch. Und wir können ihn sogar schon erforschen. Schweres Maschinengewehr. Ich werde nicht mehr. Detektor. Aktiviert nahegelegene Alarme. Wenn Feinde den überwachten. Bla bla blub. Tischlampe. Kampfmesser. Militärrucksack. Erhöht die Rucksackkapazität. Oh. Hey. Wir brauchen Stoff. Wir brauchen Leder, wir brauchen Gummi. Gummi, Stoff, Leder, her damit, sofort, unverzüglich. Wo ist das Ding? Zeigt's mir. Noch mehr Gummi? Von mir aus. Hab ich genug von. Kann ich euch mit zuschmeißen. Und den normalen Rucksack. Oh. Da muss ich erstmal was ablegen. Das. Das. Kommt mal hier hin, kommt da hin. Brauche ich nicht mehr. Kann abgelegt werden. Ach so, da war noch mehr. Sorry. Habe ich übersehen? Dann... Ach, den Rest kann ich auch aufheben. Theoretisch. Dann nimm's mal hier rüber. Na, wo ist er hin? Ja, so war's gedacht. Da fehlt das Leder. Ja,
Ja, leck mich doch. Und schwupp ist die Tasche größer. Ich mag's. Das raus? Was war denn da jetzt noch? Im Rahmen des Möglichen. Waffenteile, Kupferbarren, Komponenten. Zum Glück vorgesorgt. Waffenteile, das müssten ja dann diese sein. Komponenten. Und was war's noch? Reicht schon. Erforschen. Stahlofen. Zweimal das, zwei, noch dreimal das, okay. Hab ich aber nicht. Aus der Traum. Die Blase ist geplatzt. Und für alles andere? Feine Holzplanke. Brauche ich dann erst das Sägewerk? Aha. Dann war es das für heute. Kann ich weiter nichts machen, leider. Also, das wieder dahin, wo es hingehört. Stoff, war doch da noch. Die Barren, tü, wieder dahin. Zack. Davon war auch noch was in der Tasche. Ach, ich muss mich entschuldigen für dieses Hin und Her. Aber ist nun mal so. Das Leder noch. Das Klebeband. War doch nicht hier. Was war da nochmal drunter? Ach ja, Schwarzpulver. Und da war's nämlich. Die primitive Granate. Eins, zwei. Das reicht. Nochmal ran an den Ofen. Und dann war's das wieder. Für heute, liebe Leute. Dann könnten wir in der nächsten Folge die Basis der Eisenschädel einnehmen. Sollen wir? Nee, wir legen lieber noch eine Runde Sammeln dazwischen ein. Da fühle ich mich sicherer. Können wir uns noch ein bisschen Munition zusammenbasteln? Vielleicht noch ein bisschen was bei der Forschung machen? Besser ist das. Dann, liebe Leute, war es das wieder für heute. Und so sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.